Hallihallo und herzlich willkommen bei einem kleinen Video über Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, Reaper of Souls hat einen guten, großen Fortschritt gemacht. Diablo 3 war mir persönlich viel zu langweilig. Reaper of Souls ist mir jetzt wirklich gar nicht mehr langweilig, aber trotzdem hat Reaper of Souls noch eine Menge Kritikpunkte. Und die werde ich jetzt innerhalb dieses Gameplays mal euch ein bisschen sagen. Also ich weiß jetzt nicht alles. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch keinen Torment Car. Ich habe noch nicht viele Paragon-Punkte. Bin hier auch erst Stufe 66 plus 8 Paragon-Stufe von Diablo 3 noch. Und mehr nicht. Also ich kann jetzt wirklich nicht alles sagen, aber ich kenne mich sehr gut aus. Ich bin in Diablo-Form unterwegs und also Diablo 3 ingame.de /form und kann euch also viel sagen, was denen auch nervt und so weiter. Also es gibt sehr viele Kritikpunkt-Traits und die möchte ich euch jetzt in diesem Video kurz ein bisschen zusammenfassen und so weiter. Also erstens mal, Diablo 3 hat keinen Schwierigkeitsgrad, wirklich keinen. Ich spiele jetzt zwar auf normal, aber ich könnte jetzt ein bisschen hoch drehen. Die Gegner werden eigentlich nur zäher und das nervt mich einfach. Es ist ein Action-Rollenspiel, Blizzard. Ein Action-Rollenspiel. Da will ich nicht 10 Minuten auf einem Charakter, auf einem Monster rumhacken. Also vor allem die Bosse sind extrem zäh geworden. Das nervt einfach. Und ja, der Charakter ist viel zu schnell, zu gut. Man hat wirklich keine Probleme mehr. Zum Beispiel Frostsphäre wie hier ist einfach viel zu stark und immer noch zu stark, obwohl sie genervt wurde. Andere Zauber sind auch viel zu stark, wie zum Beispiel der Wirbelwind beim Barbaren. Und ja, der Drohruf mit Flug der Herr der Pflugscharen oder so, wie heißt es auf Deutsch. Und da ist man eigentlich immer vollgeheilt, weil so extrem viele rote Bubbles erscheinen und so. Und dann mit einem Gürtel noch dazu, wo Explosionen auslöst. Ein so extrem OP-Charakter habe ich hier wirklich noch nie gesehen. Und in einem anderen Game auch nicht. Also das ist jetzt mal wirklich ein Kritikpunkt. Die Items sind zu stark. Und die Items haben zu wenig Effekte. Hier hat zum Beispiel keines meiner, ja leider jetzt momentan nur zwei Unix hier auch nicht. Also wirklich Sets und Legendäres haben, viele haben keinerlei Effekte, sind extrem langweilig und unterscheiden sich von Rares überhaupt nicht. Und das ist ein weiterer Kritikpunkt. Wenn sie es schon einbauen, dann bitte normal. Und nicht einfach übertrieben starke Effekte, wenn mal ein oranger Effekt drauf ist oder irgendwas anderes. Also das ist wirklich zu OP, Blizzard, und das sollte ein bisschen genervt werden. So, dann weiter. Die Gebiete sind zwar ein bisschen abwechslungsreicher geworden, vor allem Akt 5, der gefällt mir sehr gut, aber es ist einfach nur zu wenig random, also viel zu viele gleiche Effekte, gleiche Räume und so gibt es. Und sie sind extrem langweilig. Vor allem die Rift-Levels sind extrem langweilig. Es gibt nichts zu looten dort. Also keine Kisten, keine Fässer. Alles Mögliche gibt es leider nicht. Und die Rifts sind sowieso sehr unbalanciert. Da gibt es einfach zu viel Trash-Mob und dann auch Zauber und andere Sachen, die die ganze Zeit abhauen. Und immer das gleiche machen in der Rift ist total langweilig. Man muss immer eine gewisse Anzahl Monster töten und dann kommt der Rift-Boss, der entweder überall über extrem overpowered ist oder überhaupt nichts kann.
Und manche Levels sind einfach nur geradlinig, schlecht, zu groß, zu breit, oder sind so dunkel, dass man nichts sieht. Und ja, das macht überhaupt keinen Spaß, das muss unbedingt noch geändert werden. Und deshalb da leider auch ein Minuspunkt. Dann die Story, die ist so etwas von kurz, dass ich hatte das in drei Parts, vier Parts fertig und ich habe sogar noch die ganze Zeit, also ich habe nicht durchgerascht, ich habe ja Geheimnisse, Events gesucht, alles Mögliche. Und ich bin leider immer wieder enttäuscht worden. Und ja, es ist extrem kurz. Kaum weiß man mal irgendwas über Maltail, ist es schon tot. Also bitte, Blizzard, macht das nächste Addon lange und nehmt euch dafür Zeit. Und bitte, bitte bringt die Druiden oder der Totenbeschwörer raus. Unbedingt, beide am besten. Ich kann 5 Jahre warten, ich kann 10 Jahre warten, aber bitte bringt die zurück. Das sind die besten, das waren mit Abstand die besten Charakterklassen in Diablo 2. Die machten am meisten Spaß. Und ja, und nehmt euch ein Vorbild an Diablo 2 Neymod, an Median oder an Afterlife, oder wie es heißt. Nehmt einfach mal ein Ding, die Spieler wollen Spaß, die wollen Herausforderungen, die wollen Abwechslung und die wollen nicht so, ja, kreuz und quer Gameplay immer das gleiche machen oder gar irgendwie etwas, das überhaupt keinen Spaß macht, zwingend zu machen und so weiter. Also sollte wirklich, ja, und wenn man halt einen neuen Charakter erstellen muss, dann bitte, ja, gebt zuerst einmal einen Grund. Also ich habe einfach so die Ding, wieso muss ich einen neuen Dämonenjäger, wieso muss ich einen Dämonenjäger erstellen, wenn ich schon einen habe? Also die das Geschlecht kann man nichts ändern und alles kann man immer wieder austauschen, so, und das ist auch blöd. Nehmt da ein Beispiel an Path of Exile, da ist es mega geil. Und man kann immer wieder neue Charakter erstellen, weil man muss natürlich alles erstmal wieder resetten. Und wenn man halt nicht resetten will, macht man einen neuen Charakter und dann macht auch Spaß. Und hier bei Diablo 3 macht es einfach keinen Spaß. Man ist wirklich nur daran beschäftigt, einen einzigen Charakter hoch zu leveln, so stark wie möglich zu machen. Und dann verliert man den Spaß am Spiel. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? So, und dann eben habe ich ja gesagt, dass einfach die Charakterklassen mehr für sich sein sollten und auch viel mehr Items soll es geben, die für den Charakter alleine sind. Und dafür die Items, die für alle sind, für alle machen, damit auch mal Geschick und Intelligenz drauf ist und nicht immer nur Intelligenz und dann noch Schaden und dann noch Defensive ein bisschen und so weiter. Das ist grottenlangweilig und hat wirklich nicht mit einem Action-Rollenspiel Gemeinschaft. Ein Action-Rollenspiel braucht einfach die Abwechslung, die, ja, der Spaß und so weiter. Jo, ich muss kurz denken. Ja, die Akte, die Inszenierung, die Coolness ist einfach richtig geil. Aber es fehlt an richtigen Momenten. Es ist alles so, ja, auf einem gleichen Level. Es passiert wirklich manchmal nichts Aufregendes. Es spielt sich wie eine Seifenoper, die einfach nur spaßiger ist. Klar. Und man wird durch Diablo 3 extrem verwöhnt. Und diese Verwöhnung, die wird die ganze Zeit wieder irgendwie resettet oder so. Also es ist so, als würde man Diablo 3
ja, fast schon gezwungen werden zu spielen. Man hat nicht wirklich Ziele. Man wird von Items belohnt, man wird von Gegnern belohnt. Es ist einfach zu sehr Trash-like, Mainstream und so weiter. Bei Path of Exile ist es zum Beispiel ganz anders. Dort hat man zwar Höhen und Tiefen auch, aber man ist eigentlich immer auf einem Level. Man bekommt immer mehr. Dort bekommt man eigentlich immer mehr. Man findet zum Beispiel ein neues Item und das ist wirklich dann herausstechend. Und das heißt, wenn man ein neues Item findet, ich habe zum Beispiel erst kürzlich ein Item gefunden, wo die Intelligenz pro Unique, das equipped ist, um 3% erhöht wird. Also durch jedes Unique, das ich trage, wird meine Intelligenz um 3% erhöht. Und das ist extrem mächtig am Schluss. Aber zuerst muss man natürlich alle Uniques tragen. Wenn man alles Uniques trägt, dann ist man extrem stark. Und das ist ungefähr 10, 13, irgendwie so viel Stück Uniques kann man tragen. Und das heißt, also die Tränke auch noch dazu und so weiter. Das heißt, ja, sagen wir mal 10 mal 30, 30% mehr Intelligenz, und das nimmt man doch gerne. Und dafür lohnt sich auch das Kämpfen. Hier in Diablo 3 ist es so, man kann zum Beispiel zwei Hydren beschwören, man kann dreimal teleportieren anstatt zweimal und so weiter. Also, ja, die Effekte sind erstens mal sofort und zweitens mal, sie sind extrem OP. Und drittens, ja, sie bringen einem dazu, einfach auf ein Item zu konzentrieren. Wieso sollte ich die Magierfaust weglegen, wenn ich sie habe? Wieso sollte ich so eine Hand mit einer Kugel dran weglegen, wenn ich einen Explosionsmagier spiele? Da habe ich zwei Explosionen oder sogar, nein, ich glaube drei Explosionen. Also eine Explosion durch Explosion und dann zwei Nebenexplosionen. Und wieso sollte ich das weglegen, wenn ich so ist ein Explosionsmagier, nimmt also ein Feuermagier oder ein Feuerzauberer. Also, wieso sollte man das eigentlich denn weglegen? Wieso sollte man nicht ein anderes nehmen? Man hat ja schon das Beste. Und ja, das ist aber auch noch so ein Scheißproblem. Und diese Zwischendialoge sind zwar gut gemeint, aber sind erstens sehr langweilig, zweitens bringen sie nichts und drittens, Gut gemacht, für Ian. was eigentlich? Ich danke euch. Tja. Und ich finde immer nur Schrott. Ich habe ein Unique gefunden, dieses Amulett habe ich erst kürzlich gefunden. Es war ein Update, wie immer. Aber es bringt mir nichts. Ich will Uniques finden, ich will Sets finden und will nicht sparsam damit irgendwie. Ja, wie sagt man dem so schön? Damit, Ding, also, die Entwickler sind sparsam zu den Spielen und sie gönnen uns überhaupt nichts. Das ist schade, sehr schade. So, jetzt müsste ich noch ein Thema ausdenken, weil ich möchte mit euch noch kurz dieses Rift machen. Fertig. Ja, es gibt so manche Events und so, die sind richtig cool, aber sie sind wirklich nicht belohnend. Außer eins, es gibt irgendwo Händler, die einfach mal zufällig da sind und die verkaufen Setpläne. Aber für was soll ich Setpläne nehmen, wenn ich dann alles noch mühsam, ja, die Rohstoffe mühsam zusammen suchen muss. Das ist völliger Schwachsinn und das zeigt, dass Blizzard nicht besser ist als jeder Quest, Casual Gamer, Social Gamer oder sonst irgendwas. Da wird man ja auch nie belohnt. Also bitte, wenn schon, dann gut belohnt.
Und bei den Rift hätten sie auch einbauen können, dass man gute Belohnungen bekommt. Man bekommt, was bekommt man? Intelligenz und ein bisschen Gold. Mehr bekommt man ja nicht. Also völliges Schwachsinn. Und ja. Und dieses die ganze Zeit gequasselt von der Zauberin und von Krakron nervt auch extrem. Und man kann es nicht mal wie bei Sacred 2 abstellen oder weniger oft machen. Also es ist vieles kann man nicht einstellen in Diablo 3. Da muss wirklich was noch Ding. Zum Beispiel ein Kritikpunkt bei mir ist diese geringe Bewegungsgeschwindigkeit. Wieso Blizzard macht die das über den Paragon Skill Tree? Und wieso ist der Skill Tree so extrem main? Also man nimmt am Anfang natürlich Bewegungsgeschwindigkeit, dann nimmt man Intelligenz oder also das andere das erste Haupttribut von dem Charakter. Und wieso bin ich jetzt? Ah, ich bin nur so wegen dem Licht so orange. Wieso ist das Mainstream? Wieso nimmt man immer das Gleiche? Bei jedem Charakter nimmt man das Gleiche und mehr nicht. Und man muss natürlich immer wieder Neues kennen, wenn man einen Charakter nimmt und alles Mögliche. Und das ist zu wenig charakterbezogen und so weiter. Und viele Charakterklassen spielen sich auch gleich. Und viele Gegner im fünften Akt sind genau gleich wie andere Gegner in anderen Akten. Also zum Beispiel dieses Rammteil ist ja genau gleich wie dieser Büffel im Felder des Elends und so weiter. Und wieso ist dieses Dingfeld so extrem overpowered? Schlecht gegen Caster-Charaktere. Oh je. So. Außerdem ist gesegneter Hammer mit Blitz, mit den Blitzen bei diesen Kraftfeldern zu OP. Wirbelwind ist auch zu OP in solchen Kraftfeldern. Oder nein, das wird ja gar nicht verlangsamt, aber andere Sachen, die so wirbeln auch. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber wahrscheinlich ist Frostschwer auch so OP. Und der Champion hat nur, oder der Elite hat nur zu viel Leben gehabt oder sonst irgendwas. Also, ihr könnt mal schauen. Ich mache 120, 128 Schaden. Und die Gegner sind immer noch so extrem zäh und ich spiele auf normal. Also, das Balancing ist überhaupt nicht da. Dafür gibt es für mich einen wahnsinnig großen Minuspunkt. Und ich hoffe, Blizzard macht bald irgendwas, sonst muss ich wirklich leider aufhören mit Diablo 3 Reap of Souls und ich kaufe mir das nächste Addon nicht. Egal ob dann der Druide kommt oder sonst irgendwer. Und ja. Ich werde jetzt warten, bis der Rift Bonus der Rift Boss da ist. Dann nehme ich noch kurz auf und ja, bis gleich. So, bald ist es soweit. Ich möchte noch ein paar Sachen reden. Also eben diese Rifts, die waren ja eine gute Idee. Dafür lobe ich ja auch Blizzard. Aber eben, sie sind zu Mainstream. Sie sind eher so zum Wiederholen, 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 Wiederholen gedacht und nicht wirklich fordernd, nicht wirklich Gewinn bringen und so weiter. Da mache ich tausendmal lieber Bounties. Und dort hat es auch nicht so der Spaß, den es eigentlich verdient hat. Also eben. Das größte Problem ist einfach, durch Diablo 3 wird man verwöhnt. Und dadurch hat man weniger Spaß, Diablo 3 zu spielen. Blizzard macht einfach eins. Sie wollen die Allmacht. Sie wollen natürlich das beste Action-Rollenspiel machen. Sie wollen das beste Spiel machen. Sie wollen Geld verdienen. Und nerven dafür alle Fans. Und wieso macht ihr nicht einfach einen erhöhten Schwierigkeitsgrad? Okay, macht doch einfach Torment 6. Also 6 haben wir. 7 bis 12 oder so. Und macht sie so schwer, dass niemand weiterkommt.
Ich verstehe es einfach nicht. Wo bleibt den Superspielern dann die Herausforderung, wenn man Turm mit 6 blind spielen kann? Ohne Sound und ohne Gefühl. Nein, das wäre dann zu OP. Aber eben, es ist wirklich... Naja, soll ich sagen? Man hat nicht wirklich spielerische Herausforderung. Und ich konnte nicht teleportieren. Wieso konnte ich nicht teleportieren? Wahrscheinlich war ich gerade gestunt. Und die Nerven, die Gegner. Diese, nicht die Leichending, die Exotanten oder so. Die, mit den Fledermäusen, die nerven einfach. Das sind Gegner, die, ja, weiß auch nicht. Ja, genau, die, sind das die? Ja, dann sind die Leiche erweckt, okay. Und die anderen nerven auch, die mit Ex. Ja, manche Gegner sind einfach nur dazu da, den Spieler zu quälen. Und mehr nicht. Oh komm. Krumm. Ja. Der Gier heißt der, also das war ja wegen den Schatzkommis der Anführer. Und den habt ihr jetzt eingebaut. Wow, wie innovativ. Genau gleich wie der Grom, und der war schon extrem schlecht designt und so. Einfach mal kopiert und mehr nicht. Ich kacke. Ich doch kacke. Als klarster Charakter hat man natürlich sehr viele Vorteile. Und ja, der Boss ist nicht wirklich fordernd, auch für Nahkämpfe nicht. Dann geh weg. Der war, glaube ich mal, extrem stark. Dann habt sie natürlich nerven müssen, weil die Kitties natürlich die ganze Zeit herumgehält haben. Ich schaff den nicht, ich schaff den nicht. Das ist auch ein riesen Nachteil. Blizzard entwickelt für Noobs. Für kleine Kitties, die herumzwängeln. Und nicht für Profis. Entwickelt doch für die Profis, die geben Geld aus, die spielen die ganze Zeit, die können Feedback geben, alles mögliche. Blizzard und auch alle anderen Publisher, also viele, entwickeln für die größten Arschlöcher. Und nicht für die, die das Spiel besser machen könnten. Und wenn die das Spiel besser machen könnten, dann könnten sie noch mehr einbauen, wie zum Beispiel ein kleiner Anfängermodus oder sonst irgendwas, wo alles ein bisschen für den Spieler gemacht wird. Aber doch nicht für Profis. Gebt doch uns einen Schwierigkeitsgrad, wo so Sachen wie zum Beispiel automatischer Angriff oder einfach Durchspam nicht mehr möglich ist. Wo 100, ja, sagen wir, 40% erhöhte Arkankosten beim Zauberer ist und Wutkosten beim Baba und so weiter. Also da muss wirklich unbedingt noch irgendwas gemacht werden, und ja, das haben sie nicht. Und das werden sie wahrscheinlich auch nicht machen. Und das ist schade, aber für mich ist das Spiel immer noch so für nebenbei ein wunderbares Spiel, aber mehr als eine Stunde pro Tag spiele ich nie. Also jetzt, für heute ist Schluss, mache ich nichts mehr, morgen wieder, dann bin ich auch so schlecht. Eines haben sie gut gemacht, sie haben das Auktionshaus beendet, das war wirklich nur Gecheate, und sie haben ein paar Items charaktergebunden. Das ist sehr, sehr gut, aber das schweißt nicht mehr die Spiele zusammen. Die Spiele sind nur noch zusammen, damit sie mehr Loot bekommen, mehr nicht. Also die Chance für Non-Drops sinkt, und ja, ich weiß nicht, ob die Chance für Legendaries bisschen steigt, aber das ist wahrscheinlich nur wegen den Torment-Stufen. Jo, ich werde weiterspielen, ich werde Torment 6 wahrscheinlich erreichen, aber wenn das so weitergeht und nichts passiert, also wenn sie nichts patchen oder so, dann höre ich auf und spiele Path of Exile, Sekiro 2 oder sonst irgendwie ein Action-Rollenspiel für zwischendurch und ein Strategiespiel oder ein Survival-Game wie zum Beispiel DayZ oder Minecraft für zum Spaß haben. Weil diese Spiele, die machen Spaß. Da kann man immer irgendwas Neues bauen, Neues entdecken. Man hat immer Herausforderungen und so weiter. Diese Spiele sind gut,
auch wenn Minecraft in den letzten Jahren echt runtergegangen ist. Also früher war es viel besser. Das ist bei Minecraft auch so. Mojang entwickelt nur noch für die Noobs und nicht mehr für die Profis. Alles wird leichter und bequemer und so weiter. Also ja, das ist der größte Kritikpunkt an den Entwicklern oder an den Publisher, die nichts zulassen. Also ja, ich werde meinen Weg gehen. Ich kann auf solche Spiele verzichten und entwickle irgendwann mal ein eigenes Spiel für Spieler, die wirklich Herausforderungen wollen, die Spaß wollen und alles Mögliche. Und mal schauen, wer dann erfolgreicher ist. Aber wirklich erfolgreicher, nicht ein Tag Spiele und dann sind sie wieder weg. Ja, also, ich danke euch für das Zuhören, das Zuschauen und wünsche euch viel Spaß noch mit zum Beispiel Diablo 3, wenn es euch Spaß macht. Und nennt euch unten eure Kritik, eure Feedback zu meinem Video oder zu ein Feedback zu Diablo 3. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch zu diablo3ingame.de/forum kommen und dort ein bisschen diskutieren. Ja, und noch einen schönen Tag, noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Plaudervideo mit Drago. Tschüss.